und willkommen in meiner Blumenwerkstatt. Schön, dass du da bist, dass ihr reinschaut. Heute für Frühblüher und Frühlings-Osterdeko. Meine Ideen und Umsetzung für euch gerne in Upcycling, günstig gehalten, vor allen Dingen einfach gehalten, aber besonders. Das geht easy, geht einfach und du hast lang was davon, weil es austauschbar ist, immer wieder neu zu gestalten. Und wie das geht, das möchte ich dir euch jetzt ganz gerne mal zeigen. Und suchst du noch mehr von mir, dann schau doch mal auf meiner Startseite kreativ-reich die Kekerplauderei. Ich bin Kerstin und ganz oben ist eine kleine Leiste, da steht Playlist. Und wenn wir die anklicken, kommen alle Ordner, die Blumenwerkstatt, Kränze, Häkeln, Stricken, Basteln, Frühling, Sommer, Herbst und Winterideen. Ein ganzer Ordner nur mit Vorlagen, dann Osterdeko, Hasen, Beleuchtete für drin und draußen, ein Upcycling gemacht aus Beton, Edelrost und. Frühling, Sommer, Herbst und Winterideen, Workshops für Marionetten, Krippenfiguren. Und. Einfach mal schauen. Alles meine Ideen für euch, für dich. So, und jetzt legen wir mal los. Ab geht's. Ich habe dann schon mal ein paar Kränze vorbereitet. Teilweise mit Draht gewickelt und teilweise verschlungen ohne jeglichen Draht, wie den hier. Aber dazu gibt es extra Videos, weil da mache ich verschiedene Kränze, ganz tolle Kränze, geflochten, gewickelt mit und ohne Draht, in Shabby Chic, in natürlich, in Herzform, in Tropfen, in Bögen und. Ich stelle ich einfach mal in die Infobox und ins Video und dann könnt ihr schon mal gucken, wie Kränze gehen, weil das passt immer auch super dazu. Ich habe hier ein Gefäß und zwar eine offene Hängekanne und da möchte ich ganz gern innen rein einen kleinen Kranz legen, in immergrün und dann einfach eine einfache Blumendeko. Dafür habe ich als Grundlage eine Ranke Efeu. Was man so im Garten hat, kann man nehmen. Man kann aber auch 4, 5 Drähte übereinander machen und die verwenden. So, und dann lege ich mir das schon mal so die Ranke in der Größe vom Umfang des Gefäßes, wo ich das machen möchte. Entspricht es nicht schlimm, wir müssen es sowieso erst noch mal fixieren mit dem Draht. Und dann habe ich so einen schönen Abschluss. Und dann mache ich mir jetzt einen Kreis mit, eine Rundung, die da gut reinpasst. Fixiere sie erstmal mit dem Draht und den Draht lasse ich hängen, weil ich verwende den dann gleich wieder, um Buchs und auch das Efeu dran zu kriegen. Wilder Wein ist toll für solche Ranken, Brombeeren, Himbeeren, wenn sie keine Dornen haben, Clematis, also alles, was man so hat, kann man nehmen. Wie gesagt, wenn nicht, dann muss man den Draht halt 4-5-fach nehmen und auch zum Kreis schließen. Und dann kann man es so machen. Kein Problem. Ich habe noch viele andere Kranzvideos, verschiedene Kränze im Kanal schon drin. Besten, wie gesagt, auf meiner Startseite kreativ-reich die Kekerplauderei. Und dann gibt es Herzenkränzen, Bögen, geflochten, gewickelt und. So, ich habe jetzt ein bisschen schnell gemacht. Eigentlich nimmt man sich ein bisschen mehr Zeit. Aber dann habe ich meinen Rohling. So, jetzt habe ich hier Wuchs. Der ist sogar schon ein bisschen angetrocknet. Der muss nicht frisch sein. Und Lavendel. Lavendel nehme ich immer ganz gerne. Das lege ich übereinander. Und wickel es mir dann. Man fängt an sozusagen rückwärts und legt es dann immer wieder aufeinander. Ja, dass man den Draht so nicht sieht. Man wickelt ein bisschen zu den Abschnitten hin. Ich mache es jetzt nur oben drauf, weil es flach liegen soll. Man kann es auch rundherum machen. So, dann kommt der nächste Buchs.
Nächste Lavendel. Dann wieder ein Stückchen gewickelt. Bei großen Kränzen macht man sich kleine Sträußchen im Vorhinein und legt die dann an. Weil so einen kleinen mache ich mir den Aufwand gar nicht. Ich lege es gleich oben drauf. Wieder Buchs. Bisschen Lavendel. Das Lavendel kann man zu jeder Jahreszeit nehmen. Ob der jetzt angetrocknet ist oder nicht, das spielt keine Rolle. So, und das mache ich dann rundherum. Und hier oben, das wickle ich dann mit, sobald sich die zwei Enden treffen. So, die Enden haben sich jetzt getroffen. Ich habe sie übereinander gewickelt. Jetzt will ich den Schluss nochmal zeigen. Ich nehme da immer so eine Öse über den Daumen hin. Dann schneide ich den Draht ab. Das kann man dann auch gleich als Aufhänger nehmen, wenn man was anderes macht, und verdrehe es miteinander und lege es nach hinten. So, entweder ich hätte jetzt schon eine Aufhängung oder ich lege es nach hinten. Ich möchte den Kranz ein bisschen offen haben, ein bisschen wilder, also deswegen steht es ab. Man hätte es natürlich auch ganz eng wickeln können. Ne? Und da ist auch wieder ein kleiner Kranz fertig. So, der Kranz ist jetzt fertig. Und guck mal, denn wo vorne ist, da kommt dann die schöne Seite hin. Und da hat man so einen ganz tollen Abschluss. Also ich liebe das sehr. Einfach simpel gehalten. So, und dann habe ich Moos. Das muss dann noch feucht gemacht werden. Moos. Und da möchte ich jetzt einfach nur Blumenzwiebeln reintun. Hyazinthen. Na. Jetzt nicht rausgehen. Narzissen, ne? Sowas. Und die hole ich mir vorsichtig raus. Und dann verwende ich nur zwei. Das wird mir zu viel. Ja, viel Erde. So. Die restliche Erde muss auch ab. Die verwende ich immer wieder. Die kommt im Garten. Ich werde natürlich keine Erde entsorgen. Oder in Kübel. Runter. Nur weil ich es jetzt in Moos einpacke. So. Alles voller Erde. Die kann man auch noch abspülen. Ich finde es nicht so wichtig. Aber das packe ich dann in Moos ein. Und dann wird es oben im Band fixiert. Am besten ist ein Paketband. Aber du kannst auch einen schönen Wickeldraht machen und machst da ein ganzes Päckchen. Das liegt bei dir. Da kann man auch immer so ein kleines Körbchen nochmal nehmen und kann das so reinsetzen. Und dann sieht das auch ganz toll aus. Ein paar Federn dabei, ein paar Deko-Eierchen und dann hat man auch wieder eine kleine süße Deko. Und ansonsten wirklich mit dem Draht umwickeln. Nicht zu fest, ne? Und so locker, dass man ein Päckchen hat. Und dann lege ich das meistens nochmal in Wasser. Nicht lange, damit sich das Moos, wenn es nicht frisches Moos ist, meins war jetzt ein bisschen eingetrocknet, für Wasser sorgt. Wo habe ich denn jetzt meinen Anfang? Da hinten. Und dann habe ich ein Päckchen, braucht das nicht gießen, und die Blumen blühen dann auf. Bitte, wenn die verblüht sind, nicht wegwerfen. Draht runter. Und dann kann man es komplett in die Erde setzen. Und wenn man keinen Garten hat, dann vielleicht im Kübel auf dem Balkon. Die kommen dann nächstes Jahr wieder. Oder im Park oder sonst wo. Blumen wirft man nicht weg. Und dann machen wir solche Päckchen. So, grundsätzlich ist nochmal, wenn ihr Pflanzgefäße habt, einen alten Topf, einen alten Korb, den man mit Folie ausgeschlagen hat und ihr wollt direkt bepflanzen und nicht reinstellen. Also bei Blumenzwiebeln ist es wieder anders, die müssen so gut wie nicht gegossen werden, also haben wir keine Staunässe und dann können wir die einsetzen, ohne dass ein Ausgussloch ist. Haben wir aber Blumen, die eingesetzt werden sollen, dann brauchen wir Ausgusslöcher. Kommt nochmal drauf an, wie groß das Gefäß ist. Hier vielleicht zwei, bei dem kleinen eins. Und dann immer unten rein eine Lage Steine als Drainageschicht. Also die reicht nicht, die paar, aber das ist halt der Anfang.
Darauf kommt dann unsere Blumenerde. Und als Tipp, wenn ihr nochmal Schnittblumen mit einbringen wollt, kann man ganz toll diese Gefäße hier nehmen von Gewürzen oder so. Man kann natürlich auch Kunststoff nehmen, ich finde ein Glas ganz gut. Und dann kann man vielleicht Narzissen, Osterglocken einstecken, weil die sollen sicher nicht kombiniert werden mit anderen Blumen wegen dem Saft, der aus dem Stiel kommt. Und dann kann man hier welche reinmachen und wieder austauschen. Oder Tulpen, weil das hält sich immer nicht lange. Und so sind die standfest. Und dann kann man einfach ein paar Äste noch mit reintun, Wasser und hat dann nochmal eine Kombi. Und das ist so mein Tipp. Kostet nichts, ist aber sehr praktisch. Ich kaufe immer ganz gerne die vorgedüngte, aber billigste Blumenerde, die es gibt. Und da brauche ich nicht gleich düngen, ansonsten nehme ich gerne Hornspäne. Ja, schön rein. Kommen ja noch die anderen Blumen davor. Na? Und dann habe ich immer im Hintergrund nochmal eine Einsteckhilfe mit Wasser oder ohne Wasser. Für Äste braucht man kein Wasser. Oder man nimmt auch mal eine Kombi aus künstlichen Blumen und frischen. Kommt drauf an, wo es stehen soll, wie lange es halten soll. Und dann kombiniert man einfach. Ich hatte jetzt da hier ein Kombi aus Zwiebelblühen. Und da habe ich mich riesig drüber gefreut. Das wird ja ganz gerne jetzt angeboten. Und da hat die ganze Steige 6,99 Euro gekostet. Und da freue ich mich. Und meine Blumenzwiebeln kommen nach dem Verblühen immer in den Garten dann noch rein. Und wenn man keinen Garten hat, ein Tipp von mir, dann tut sie doch im Park. Oder bei jemand anderen, der eine Wiese hat oder so. Also nicht wegschmeißen, sondern dann einsetzen. So, der Kranz ist jetzt fertig. Und guck mal, dann wo vorne ist, da kommt dann die schöne Seite hin. Und da hat man so einen ganz tollen Abschluss. Also ich liebe das sehr. Einfach simpel gehalten. So, und dann habe ich Moos. Das muss dann noch feucht gemacht werden. Moos. Und da möchte ich jetzt einfach nur Blumenzwiebeln reintun. Hyazinthen. Na, muss ich jetzt nicht rausgehen. Narzissen, ne? Sowas. Und die hole ich mir vorsichtig raus. Und dann verwende ich nur zwei. Das wird mir zu viel. Ja, viel Erde. So, die restliche Erde muss auch ab. Die verwende ich immer wieder, die kommt im Garten. Ich werde natürlich keine Erde entsorgen. Oder einen Kübel. Erde runter. Nur weil ich es jetzt in Moos einpacke. So. Alles voller Erde. Kann man auch noch abspülen. Ich finde es nicht so wichtig. Aber das packe ich dann in Moos ein. Und dann wird es oben im Band fixiert. Am besten ist ein Paketband. Aber du kannst auch einen schönen Wickeldraht machen und machst da ein ganzes Päckchen. Das liegt bei dir. Da kann man auch immer so ein kleines Körbchen nochmal nehmen und kann das so reinsetzen. Und dann sieht das auch ganz toll aus. Ein paar Federn dabei, ein paar Deko-Eierchen und dann hat man auch wieder eine kleine süße Deko. Und ansonsten wackel ich mit dem Draht umwickeln. Nicht zu fest, oder? Und so locker, dass man ein Päckchen hat. Und dann lege ich das meistens nochmal in Wasser. Nicht lange. Damit sich das Moos, wenn es nicht frisches Moos ist, meins war jetzt ein bisschen eingetrocknet, für Wasser sorgt. Wo habe ich denn jetzt meinen Anfang? Da hinten. Und dann habe ich ein Päckchen, brauche das nicht gießen. Und die Blumen blühen dann auf. Bitte, wenn die
verblüht sind, nicht wegwerfen. Draht runter und dann kann man es komplett in die Erde setzen. Und wenn man keinen Garten hat, dann vielleicht im Kübel auf dem Balkon. Die kommen dann nächstes Jahr wieder. Oder im Park oder sonst wo. Blumen wirft man nicht weg. Und dann machen wir solche Päckchen. So, hier habe ich dann einfach ein Gefäß, was so gibt. Und dann lege ich das mit dem Moos mal 2-3 Minuten ein. Dann hat sich das vollgesaugt. Und dann brauche ich nicht gießen oder nur so ein bisschen. Also Zwiebelblüher brauchen auch Feuchtigkeit. Also die können nicht austrocknen ohne Ende. Und dann wundert man sich, dass sie nicht halten. Also das muss schon mal so ein bisschen getaucht sein. So eine kleine Federgirlande ist auch immer ganz schön. Dann nimmt man Wickeltart und wickelt ganz vorsichtig die Federn ein oder klebt sie drauf mit einem Flüssigkleber. Dann kann man das auch ganz toll einlegen oder man klebt es gleich auf, da wo die Federn hin sollen. Vielleicht auch ein bisschen dünneren Draht wäre angebracht. Und dann ist auch so eine kleine süße Deko fertig und dann kann man auch noch ein bisschen Sisal mitmachen. Einfach drum herum gewickelt um den Draht und dann ist auch die Deko, die man einlegen kann, ganz toll. Es ist immer ganz gut, wenn man in die Tassen ein bisschen Moos reinlegt. Zucker, Milch, Kännchen. Und wenn man Frühlingsblumen, Zwiebelblüher verwendet, dass man das wirklich noch vorher mal im Wasser taucht. Mal so 10 Minuten stehen lässt und die dann erst einsetzt und mit Moos überdeckt, weil dann hält es eher die Feuchtigkeit. Ganz, ganz wichtig, auch ab und zu mal ein bisschen feucht machen. So. Und das blüht dann natürlich auf. Und dann hat man schon was ganz, ganz Feines. Man kann auch die einzelnen dann auseinandernehmen, sozusagen. Ne? Das muss nicht ein riesengroßes sein, sondern dann teilen. Ein bisschen Platz machen. Vorsichtig rausnehmen. Das hatte ich schon mal getaucht. Das ist ein bisschen nass. Aber das muss auch sein. So, dann kann man es auseinandernehmen. Vorsichtig. Die Erde ein bisschen abklopfen. Das jetzt am besten einpacken mit Moos. Mit einem Draht umwickeln, dass das so richtig schön Nestchen gibt, dann hält es die Feuchtigkeit und es ist geschützt auch noch mal vor Nachtfristen, wenn man es rausstellt. Vorsichtig dann umwickeln und bitte die Blumenzwiebeln, wenn sie dann verblüht sind, nicht entsorgen oder so, sondern raussetzen in Kübel. Oder im Park oder bei Freunden in die Wiese und Blumenbeet. Aufheben, nicht entsorgen. So, jetzt ist der Grundkranz fertig. War ja ganz einfach. Nochmal ein Tipp von mir. Wirklich, wenn so ein Ei kaputt gegangen ist und es ist vielleicht ein bisschen zu tief gerissen, ausgebrochen und Kram, dann könnt ihr auch ein paar Eierscherben zusammenkleben und so vielleicht noch mal 1-2 retten, damit das auch reicht. Durch den Tortenring kann man das jetzt ganz einfach rausnehmen. Oder eine Schüssel oder sonstiges. Es geht ja auch und hat dann die Grundform. Da hat es ein bisschen angehangen. Seht ihr, deswegen habe ich das Backpapier immer drunter. Und dann kann man es schon auf die Unterlage setzen und hat den. Und dann kommen wir natürlich auch noch zur Dekoration.
Ihr könnt dann die Deko österlich gestalten, mit dem Hasen, aber auch Huhn, ein Hahn oder hier so Vögelchen einsetzen. Sieht toll aus. Eine LED, Echtwachskerze, aber auch ein Windlicht, ein höheres. Mit einer Kerze muss man nur aufpassen, dass da nichts passiert. Nochmal Blumen extra innen rein. Ein kleineres Häschen oder die Hasen, Hühner, Küken, Hirsche und, die ich euch gezeigt habe, aus Eierkartons. Und dazu kannst du selber auch noch Hasen und alles Mögliche machen, aus Beton, aus abwaschbaren Tischdecken, beleuchtet oder nicht beleuchtet. Da gibt es bei mir auf der Startseite kreativ-reich die Giga-Plauderei in extra Ordner. Und dann findet man ganz, ganz, ganz viele Ideen, wie man selber Hasen machen kann in Formen und selber aus Knetbeton nähen, basteln. Und dann sage ich erstmal tschüss. Schön, dass ihr da wart. Ich hoffe, es hat gefallen. Lasst es euch gut ergehen. Schön gesund bleiben oder gesund werden. Eure, deine Kerstin.